Kennt ihr das? Ihr fliegt durch den Himmel, ihr denkt euch, ich will was ganz Spezielles finden. Und statt was Spezielles zu finden, findet ihr das da? Naja, das ist Eclipse Point. Im Prinzip ist das mal wieder eine Entdeckung. Wer hätte es gedacht? So, boah. Ich zeige euch gleich, wo das ist. Der einzige Ort der Welt, wo eine Mondfinsternis regelmäßig beobachtet werden kann. Eklipsen, bei denen ein goldener Ring um den Mond gesehen werden kann, gelten als gutes Omen. Völlige Mondfinsternissen hingegen als Vorboten eines Unglücks. Ja. Ich bin jetzt gerade ganz genau hier. Das müsste, glaube ich, Entdeckung 58 sein oder so ähnlich. Was allerdings dann auch heißen würde, das ist dann doch das, was ich suche. Ja, das ist halt hier. Was soll ich dazu sagen? Ne, es ist einfach da. Von daher. Ja. Relativ einfach zu finden, wenn wir hier hingehen. Ne, von da aus dann so ein bisschen nördlich fliegen und so. Aber da unten, wo ich jetzt gerade hinfliege, wollen wir auch hin. Ja, vor allen Dingen wollen wir auch gegen das Ding da kämpfen. Hallo! Das, meine lieben Mitbürger und Zuschauerinnen und so, ist der riesige orangene Looper. Ich will mich erstmal darauf vorbereiten, dass wir ihn vernichten wollen. Ich weiß nicht, wie genau er angreift, wir werden sehen. Aber ja, das ist eins der fünf riesigen Monster, die wir kämpfen können. Der riesige Looper. Sollte ungefähr 30.000 HP haben. Also auch nicht ganz so weit. Wild und sowieso. Ihr seht diese ganzen Ringe da. Er kann die Position nicht sehen. Das klingt nicht nach viel, weil, seien wir mal ehrlich, im Endeffekt heißt das nur, dass er woanders auftaucht, aber naja. Ansonsten ist er nicht ganz so interessant. Er kann allerdings, soweit ich weiß, abhauen. Das ist Looper, das ist so. Loopers hauen immer ab. Naja, es hat so seinen Grund, warum ich jetzt gerade versuche, alles aufzubauen und dann hoffentlich vernichten zu können mit mehr oder minder einer Runde. Aber da haben wir es gerade gesehen, er haut einfach ab und so, wupp, weg bin ich und dann sucht er sich einen neuen Ring, aus dem er auftauchen kann. Merkwürdigerweise sieht man diese Ringe überhaupt nicht auf der Karte. Also nur beim bloßen Rumfliegen sieht man die nicht. Naja. So, da seht ihr, da haben wir gleich unsere Kanone. Das heißt, hier weiche ich aus. Dann möchte ich da das einsetzen. Da das einsetzen. Und hier das da. Ja, ich benutze tatsächlich mal andere Magie, außer. Ja, wobei, das ist kein Verlierer. Außer mein Upper Wax. Weil Drillen, wenn es trifft, ich hoffe es, sorgt dafür, dass dieser nette Kerl da weniger HP hat. Weniger HP finde ich gut. Muss man nicht gut finden, ich finde es gut. Nur von daher machen wir das mal so. Theoretisch werde ich wahrscheinlich die anderen ja auch mehr damit in diesem Video haben, je nachdem. Mal gucken, wir sind jetzt gerade bei 4 Minuten von diesem ersten Video, was mehr oder minder sich auch um die Entdeckung drehen soll. Also, ja. Yep. Upper Wax. Und da klopft es an der Tür. Gib mir einen Moment.
Hallo Leute, lang ist es her. 5 Minuten sind eigentlich schon im Video vergangen, aber das hier ist ungefähr am Donnerstag. Das letzte Mal aufgenommen habe ich letzte Woche Dienstag. Seitdem war ich krank, war super. Das kann man total empfehlen. Nein, kann man nicht. Jetzt muss ich hier tatsächlich in diese Runde einen Upper Wax reinhauen, kann dann mit der Moonstone Cannon draufballern und dann hoffen wir mal, dass wir den netten kleinen Fuzzi da erledigen können. Ja. Ich glaube, ich hab's schon mal erwähnt. Der Riesen-Looper, der da liegt. Rein vom Prinzip her kann er auch abhauen. Das will ich halt nicht, aber er könnte. Wenn er sich denn die Mühe macht oder so ähnlich. Das heißt für mich eigentlich erstmal nur, naja, möglichst viel Schaden in einem Zug machen und dann darauf machen, dass er dementsprechend aufgeht. Dafür ist die Moonstone Cannon plus ein Arcway Torpedo, den ich schon abgeschossen habe, immer eine gute Operation. Option, nehmen wir es mit rein. Der macht das schon. Hoffen. Putze. Ihm scheint zu gefallen. Das sieht natürlich sehr brutal aus. Ja, so, yeah, ich kitzel am Bauch. Ja, der Arcway Torpedo ging natürlich daneben, von daher kommt jetzt noch ein Kanonenschuss. Also irgendwann kommt mal ein Kanonenschuss. Ich schwöre, ich habe Kanonenschuss eingegeben. Das sollte reichen. Okay. So kann man auch sterben. Wir erhalten Thermal Grease, Captain Stripe und ein Hackshell. Ich habe absolut keine Ahnung mehr, wofür das alles ist, aber ganz ehrlich, ich hinterfrage es teilweise schon nicht mehr. Ich meine, gut, klar, ein Captain Stripe ist klar, was das Ding macht. Hackshell, Barriere gegen Artillerie für einen Durchgang entwickelt von einem Meisteringenieur. Thermal Grease verhindert Hochgeschwindigkeitspannen aufgrund von Hitze. Stellt Spirit komplett wieder her. Oh, yeah. Plus der Captain Stripe. Sind wir bei 52.000 HP. Für unser Schiff. Das ist eine gute Sache. So. Jetzt muss ich erstmal wieder gucken. Das ist jetzt, ne, das ist wieder das Übliche. Ich bin ziemlich sicher, hier wartet eine Entdeckung auf uns. Eine kleine. Kleine, aber feine Entdeckung. So, jetzt haben wir einfach wirklich viel zu entdecken. Deswegen sind die Parts vielleicht so ein bisschen uninteressant, je nachdem wie man es sehen möchte. Aber meiner Meinung nach macht das Spiel jetzt halt am besten. Jetzt haben wir die Möglichkeit, die gesamte Welt zu sehen, zu erkunden, zu machen. Naja, stellt euch mal vor, hier sind haufenweise Looper. Warum? Weil wir im Loopers Nest sind. Das ist das Nest aller Loopers. Ja, bin ich mal drin. Zumindest. Ah. Immer daneben, daneben, auch daneben. Es ist immer daneben. Ja, stört euch nicht dran, wenn ihr Geklicke hört. Ich bereite mir mal wieder alles vor, damit wir bestmöglich erkunden gehen können. Und, ne, Spaß daran haben, sozusagen. Ihr kennt das Ganze ja. Die Amarda aller Loopers. Ich habe genügend über Loopers geschwafelt. Ich wäre jetzt eigentlich. Ich hätte eigentlich Weiß angreifen lassen sollen. Eigentlich mit irgendwas. Schwertwirbel, Piratenzorn, irgendwas. Hauptsache ich. Warum hast du das nicht vorher gemacht, Alka? Was ist dein Problem? Mein Problem ist, ich werde nicht genug bezahlt. Ja, das ist, ja, das ist dann halt so.
hier müsste... Ah, was ist das? Du hast Lupas Nest gefunden. Lupas sind mysteriöse Kreaturen, die selbst die erfahrensten Seeleute nur selten erspähen. Janni. Ist klar. Sie nisten auf Felsklippen und ihre Jungen bleiben im Nest, bis sie Flüge sind. Bei Geburt sind sie weiß, später nehmen sie verschiedene Farben an. Bleiben im Nest, bis sie Flüge sind. Ja, okay. Ich meine, wenn das Spiel das so sagt, oder so ähnlich. Ich finde es eher merkwürdig als sinnvoll, aber egal. Ich meine, kann ja alles schon gut sein. Wo bin ich jetzt gerade? Lass mal sehen. Hier. Ich müsste Entdeckung Nummer 87 auf mich warten. Eigentlich. Die Frage ist, ob man es jetzt findet oder nicht. Das ist wohl ein Ding, das mit sehr, sehr merkwürdigen Bewegungen. Ich bin mir übrigens nicht sicher, das ist... Ich meine, wann bin ich mir schon mal sicher, ne? Aber scheinbar... Nur scheinbar... bin ich im Upper Sky, da wo wir also gerade uns hier durch die Gegend bewegen, unempfindlich gegenüber feindlichen Angriffen. Das finde ich gut. Kann ich wenigstens die Welt mal gucken, ohne dass ich großartig angegriffen werde, wie Jäger im Prinzip gerade merkt. Ich kann machen, was ich will. Ich habe keine Ahnung, wo diese Dinge müssen. Das läuft mal gut. Was ich mal entdeckt habe. Damals, als ich noch ein junger Weiß war, ne? Ich glaube, irgendwo, das ist der Dark Rift, und ich glaube, über dem Dark Rift ist tatsächlich auch was zu finden, zumindest wird. Und zwar ein Champ, glaube ich. Nummer 28. Und ich glaube, 30 wären wir fertig, also. Yeah! Riesenfortschritte. Aber gut, wir wissen ja auch, der Silver Moon Crystal ist schon in sicherer Verwahrung. Das heißt, wir brauchen noch den Yellow Moon Crystal und unser Spiel fertig. Ich meine, viel von der Welt ist ja auch nicht mehr zu sehen. Ja, aber ich könnte jetzt mal irgendwann irgendwo ankommen. Ja, so halb. Ich bin mal jetzt nach Osten von hier aus. Weil wir dann theoretisch Karte aufdecken können. Also das, was aufgedeckt werden kann. Ihr habt ja gesehen, es ist zwischen hier ist nichts und hier ist nichts, so wie hier. Das ist aufgedeckt. Es ist nur, dass da nichts ist. Das ist irgendwie blöd zu erklären mit dem Bein, aber. Also mal, ihr wisst, ist das ein Valua-Schiff? Was bist du? Könnte es Entdeckung sein, aber... Du hast eine Ghost Ship gefunden. The Ghost Ship. Ein unbemanntes Wrack, das noch immer durch den Himmel wandert. Matrosen berichten von einem Geisterschiff, das plötzlich aus dem Nebel erschien. Einige behaupten, es war einst das Luftschiff des großen Luftpiraten Darkars. Nice. Ich habe keine Ahnung, welche Entdeckungsnummer das wieder ist. Das wird nochmal ein großes Video, wo ich nur am Entdecken bin. Immer Schnitt hier, Schnitt da, hey, jetzt war ich mal hier, Schnitt hier, Schnitt da. Also nicht sonderlich spannend. Was ist das letzte Mal? Tommy müsste jetzt der Dark Rift sein, das müsste die Insel sein, die ich meinte. Sie ist gerade so erreichbar für uns. Das muss man sich ja auch mal vor Augen führen. Moment, sind das die... Die sehen so ähnlich aus wie der Vogel von Maria. Wie reagiert, aber meint er wohl... Gott, diese Musik hier. Ist ja furchtbar. Chip, ja, haben wir Chip. Oh, ich bin Hamachu. Chip.
Boah! Sei ruhig, Chirp. Was willst du, Chirp? Wer ist dieser alte Mann? Ich bin der Hamachu-Eremie, Chirp. Ich bin ja voll nur Wertha, Chirp. Das hier ist unser privates Paradies, Chirp. Du greifst in unsere Privatsphäre ein, Chirp. Du fängst wirklich an, mich zu nerven, Chirp. Wenn du nicht dabei abhaust, fange ich an, böse Gerüchte über dich zu verbreiten, Chirp. Süß bezüglich Chirp. Okay, ich werde dir sagen, wie es mit deinen Schatzjägerfähigkeiten steht. Zunächst einmal deine Entdeckungsrate für Schatzkummer bis jetzt, Chirp. 85%, nun, das ist ein guter Durchschnitt. Du hast das Zeug zu einem richtigen Mitgebracht, Chirp. Los, was? Es gibt Schätze, die nur einmal gefunden werden können und dann nie wieder. Man muss wissen, wann man aufgeben wird. Das Leben dreht sich nicht nur um die Schatzkummer. Und du hast auch schon eine Menge Fische gefangen, Chirp. Du hast insgesamt 98 Fische gefangen. Der Gesamtwert ist 1738. Hör, Chirp, Chirp. Magst du keine Fische oder was? Sogar diese kleinen Hamachus sind bessere Fische als du, Chirp. Also, das ist alles, was du deinen Fähigkeiten als Schatzjäger sagen kannst. Wie kämpfe ich denn? Ich verrate dir alles darüber, wie du kämpfst. Hoffentlich bist du auch tapfer gewesen. Zuerst einmal, wie viele Male du dich an einer Schlacht beteiligt hast, Chip. Also, 319 Mal, Chip. Das ist durchschnittlich. Du passt zu den anderen. Und noch dazu hast du 1167 Feinde getötet, Chip. Und die Anzahl der Male, wo du dich vom Kampf gerückt hast, Chip, war... Chip, Chip, du bist noch nie vor einem Kampf weggelaufen, Chip. Du bist entweder sehr blöd oder sehr tapfer, Chip. Und schließlich, wie viele Male seid ihr während der Schlacht bewusstlos geschlagen worden? Also, du 4-mal, Aika 3-mal, Fina 3-mal, Drachma 2-mal, Enrique 2-mal, Gilda 0-mal. Du musst ein unglaublicher Kämpfer sein, du bist einfach zu gut, du wirst selten geschlagen, Chip. Na dann, danke sehr. Ich wünschte, ich wäre als Hamachu geboren worden. Ja. Sich umgedreht und dann war da ein alter Mann drin. Das ist nicht normal. Das soll so nicht sein. Glaube ich. Hilfe. Aber ja, okay. Das war, das war Hamachu Island. Gott. Das ist nicht normal. So sollte das nicht sein. Glaube ich. Also, sagen wir mal so. Es ist gruselig. Ne? Aber okay. Muss ich mal gucken. Ich würde gerne. Ich glaube, er müsste irgendwo im, von hier aus Osten sein. Ich glaube, irgendwo über Xaltaga ist unser nächstes Riesenmonster, was ich gerne machen würde in diesem Video. Dafür muss ich natürlich erstmal dahin. Ist klar. Genius, ne? Ah. Und um gegen ein Riesenmonster zu kämpfen, muss ich erstmal das Riesenmonster finden. Nicht sein. Finn. Gegen das haben wir jetzt gekämpft, das da, die Upa. Upa ist immer schön, ne? Upa. Genau, das eine ist später noch. Gut, aber gegen das eine Monster können wir bekämpfen, wenn ich es finde. Hier im super schönen blauen Himmel, wo nichts los ist. Was ich gut finde. Ich habe wenigstens einfach fliegen kann, ohne darauf hoffen zu müssen, dass ein dämliches Accessoire mir den Hintern rettet. Ich hoffe nur, ich hab's richtig im Kopf, dann müsste irgendwo sein. Auf jeden Fall ist er über den Wolken, das ja, die Frage ist halt, bin ich dann hier so richtig? Hier kann man sogar jetzt, das finde ich ist ein netter Touch, man kann die goldene Stadt sehen, in der wir rumgelaufen sind. Oh, die goldene Wache da, mein Gott. Mahlzeit! Da sind wir. Das ist der Rock.
Also der legendäre Vogel Urok. Was ist denn das für ein Ding? So einen großen Vogel habe ich noch nie gesehen. Ich weiß auch nicht, aber er sieht hungrig aus. Ja. Ich kann nicht sagen. Ancient Cannon. Na, mach weg. Weg. Ich meine, die Kämpfe sind alle gleich. Die Kämpfe laufen immer nach demselben Prinzip. Ihr kennt das mittlerweile. Wir laden uns auf, wir laden uns ein bisschen mehr auf. Und wenn wir uns aufgeladen haben, laden wir nochmal ein bisschen mehr auf. Und dann können wir drauf schießen. Keine Ahnung, ob der Rock überhaupt denken würde. Ja, doch, das sieht lecker aus, weiß ich mal. Oder so. Ich meine. Auch sehr schön. Schlimmer. War so laut. So, das Apple Wax aufgetragen. Sehr schön. Ich bin aber gierig hier. Ich weiß nicht, wie ich mir dann vorstellen soll, ob er uns im Crew einschläfert oder ob er durch die Stimme es irgendwie schafft, einfach nur einen Motor oder so lang zu legen, ich weiß nicht. Das haben wir gehabt. Also für ihn, nicht für mich. Ich hätte 1000 mit Anschluss aus meiner Kanone. Na, wenigstens ist das vom Sounddesign her nicht mega nervig. Ah, dieser Schreier ist so mächtig, er wird das Schiff in Stücke reißen. Er verfolgt uns auch immer, er muss sehr, sehr hungrig sein. Das ist klar. So aus, als wäre das mal der eine Kampf gewesen. Dann schlussendlich doch mal nicht meine wunderschöne Moonstone kennen eigentlich einsetzen. Aber seien wir ehrlich, wenn ich es kann. Da sieht man zumindest mal den Größenvergleich eigentlich ziemlich gut. Groß er im Gegensatz zu unserem Schiff ist. Aber der Angriff, bei dem er aktiv packt mit seiner komischen Kralle und ein bisschen rumwabbelt da. Er ist schwächer als der Angriff, bei dem er einfach nur Quäh macht. Quäh! Und wir so, ah Gott, nein! Nicht Quäse! Ich hab Quäse noch nie gegessen. Ich kenne die blöde Werbung. Aber ich mag das Wort. Anyway, ja. Ich habe keine Ahnung, wie man jetzt die nächste Runde hätte. Dann sollte es einfach jetzt gleich noch eine Entscheidung machen. Irgendwie rechne ich nicht damit. Ja. Er hat keinen Bock, was zu machen. Ich habe keinen Bock, was zu machen. Ich weiß, wir warten auf Befehle. Was sollen wir machen? Dieses Ding frontal angreifen, aber hallo! Greift das Frontal an, ziehen wir auf seinen Kopf. Nun, schätze, irgendwann müssen wir mal ein Risiko eingehen. Pass auf seinen Attacken auf, ja, weiß. Haha, das war sogar richtig. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue, aber hey, ich mach das schon irgendwie. Oh yeah. Ich hab keine Zeit, um passiv zu spielen. Ich bin ein Angreifer. Ich muss machen den Schaden. 26.800. Oh Gott, bitte. Oh Gott, ach, Kack, Samme Vieh!
Das arme Vieh. Er hat Feuer gefangen. Er hat nichts getan und ich komme dahin. Baller ein bisschen auf ihn rum und weg ist er. Naja. Ja, das alles haben wir jetzt für eine Holzpuppe gemacht. Beziehungsweise, wir haben Khalifa in der Party für eine Holzpuppe. Jetzt kann man sich sagen, hey, komm, hier ist die Holzpuppe wenigstens super krass drauf. Macht die richtig gute Sachen. Nein. Geschnitztes Tier aus Holz, glatt und rund, einfach süß und von Fina über alles geliebt. 0000 macht absolut gar nichts, aber ist für unseren Rang ganz gut. Was haben wir eigentlich für einen? Der Furchtlose, ja, das passt ja. Ich kam, sah und habe einen großen Vogel aus dem Himmel geschossen. Darmding. Ich meine ja nur, das arme Ding. Nun gut, da ist die Sailor's Guild. Sailor's Guild ist gut. Ich möchte noch meine restlichen Moonfishes abgeben gehen. Ein Black Pirate. Ich muss sagen, was soll ich denn da angreifen? Ja, Fische. Glaube ich. Nein, eine Entdeckung. Butterflies. Ein Schmetterling, der gruppenweise auf der Suche nach Balloon Flower Nektar herumfliegt. Ihre bemerkenswerte Ausdauer lässt sie lange Strecken ohne Schlaf zurücklegen. Die von ihren Larven produzierte Seide ist für ihre Haltbarkeit bekannt. Also für diejenigen, die sie suchen, ich habe sie jetzt hier gefunden. Ich glaube allerdings nicht, dass irgendwer mein Spiel als Guide, also mein PP als Guide benutzen wird. Nach dem Motto, oh ja, guck mal hier, Gummi hat das da und da gefunden, dann gehe ich da auch mal hin oder so. Ich glaube halt, der Großteil von euch guckt sich das Spiel einfach an, weil er das Spiel selber nie gespielt hat. Oder, andere Variante ist natürlich, oder man guckt sich's an, weil man das Spiel früher mal gespielt hat und gerne wiedersehen wollte. Ist auch ein schöner Punkt. Fischer! Hätte noch nicht runterkommen sollen, aber hey. Da drüben ist Maria. Maria, ich habe Fische. Also, andere Fische als die Fische, die ich gerade gefangen habe, aber trotzdem. Es sind komische, leuchtende Fische. Das mit, ja? Naja, Klong. Wenn ich jetzt irgendwie Magie leveln wollen würde, wäre das total super, dass ich jetzt hier bin, weil, ne? Ein bisschen hier mal kleine Viecher platt machen, da drüben ein paar kleine Viecher platt machen. Und das Endergebnis davon wäre dann, hey, du hast deine Viecher platt gemacht. Aber dafür kriegst du auf jeden Fall MP-Punkte. Magiepunkte, Fertigkeiten. Ihr wisst schon. Gedöns, Zeugs. Maria. Das ist ein schöner Part, ne? Ein paar Sachen vom Himmel geholt, einen komischen alten Mann gefunden. Immer gut. Hi. Hat wer mit einem komischen alten Mann gerechnet in diesem Video? Ich glaube nicht. Ach, der Flügel. Sind das Flügel? Echt jetzt? Der hat Flügel. Ich meine, der kann ja jetzt schon so komisch schweben. Ich weiß nicht, warum man dafür Flügel braucht, aber er hat auch noch Flügel. Weißt du was? Behalt's! Ja, danke. Der Aura. Ah, ich hatte nur einen. Achso, nee, es gibt eine Katze. Das ist gut. Piccolo bedankt sich auch, aha. Hey, er heißt also Piccolo. Süßer Name, ja. Keine bösen Dragon Ball Flashbacks oder so. Sag ihm, dass ich nächstes Mal noch mehr Fisch bringen werde, okay? Ja. Okay. Kann Maria wirklich mit dem Vogel sprechen? Anscheinend ja. Allerdings weiß ich es nicht genau. Trotzdem sieht es so aus, als würden sie sich auf einer gewissen Ebene verstehen. Wenn ich so darüber nachdenke, hat sogar ihre ältere Schwester mit Vögeln geredet. Doc? Tut mir leid, ich war in Gedanken versunken. Doc, bitte. Erzähl mir mehr über Ramirez.
wann du ihn das erste Mal getroffen hast. Ich muss es wissen. Ich muss wissen, was ihm passiert ist, was ihn so verändert hat. Scheint, als hätte es so ziemlich persönliche Gründe dafür, es wissen zu wollen. Sehr gut. Ich habe dir erzählt, wie Ramirez und ich uns kennengelernt haben, nicht wahr? Nun, kurz darauf wurden wir nach Ixataka geschickt, nachdem Vanua begonnen hatte, das Gebiet zu besetzen. Moment, er war so lange da und hat in Anführungszeichen nur eine Sklavenmine aufgebaut. Wow. Was ist passiert, Ramirez? Seit wir in Ixataka sind, siehst du verstört aus. Hab keine Angst, darüber zu sprechen. Nun, ehrlich gesagt finde ich, dass Valua sich nicht richtig verhält. In der Art, wie es mit den Ixatakanern so umgeht. Hey, Moment mal, Ramirez. Die Leute werden zur Sklaverei gezwungen und gezwungen, nach Moonstone zu graben und alles, damit Valua Profit daraus machen kann, ist schrecklich. Ramirez, du hast absolut recht. Ich, als Vater von zwei Kindern, fühle genauso. Ich fühle tief in meinem Herzen Trauer über die Not der Menschen aus Ixataka. Was hältst du davon? Ich werde der Kaiserin diese Missstände persönlich mitteilen. Lass mich das machen, Ramirez. Danke, mein Lord. Passt so gar nicht zu unserem Ramirez. Eines Tages trafen wir auf Admiral Gelsian in Ixataka. Damals war Lord Gelsian noch einer von vielen Admirälen der Armada, aber Geschichten über seine militärische Tapferkeit verbreiteten sich schnell. Eigentlich waren die großen Heldentaten von Lord Gelsian der Grund dafür, dass Valua Ixataka so einfach erobern und besetzen konnte. Natürlich ging Ramirez sofort zu Gelsian, dem Verursacher allen Böses in Ixataka. Lord Gelsian, wie können Sie die Ixatakaner so behandeln? Das ist verachtenswert. Ramirez, du kannst doch nicht mit einem Admiral reden. Halt dich da raus, Doc, es hat nichts mit dir zu tun. Und egal was passiert, ich weiß, dass sich Admiral Mendoza für mich einsetzen wird. Admiral Mendoza. So ein Narr. Was haben Sie gesagt? Wie können Sie es wagen, schlecht über Admiral Mendoza zu reden? Ich werde nicht einfach zusehen, wie Sie seine Ehre beflecken. Ich habe nicht Mendoza einen Narren genannt. Du bist der Narr, mein Junge, weil du ihm so blind vertraust. Was haben Sie gesagt? Man kann Leuten nicht trauen. Wenn du dich zu sehr auf jemanden verlässt, wird er dich früher oder später betrügen. Ich glaube nur an Macht. Macht wird dich niemals betrügen. Und genau deshalb suche ich in diesem Land nach größerer Macht. Und wenn solch eine Macht existiert, werde ich sie besitzen. Eines Tages wirst du die Bedeutung meiner Worte verstehen. Wenn dieser Tag anbricht, werde ich dich erwarten. Das war das erste Zusammentreffen von Ramirez und Gelsian. Hätte ich damals Ramirez zurückgehalten, wäre alles anders ausgegangen. Okay, Doc. Einen Moment, Maria, ich komme sofort. Seit Maria wieder angefangen hat zu sprechen, benutze die Glocke nicht mehr und rufe mich bei meinem Namen. Und jedes Mal, wenn sie mich Onkel nennt, bekomme ich ganz weiche Knie. Für diese hübschen kleinen Augen würde ich alles tun. Okay, wir werden dich jetzt allein lassen. Du bist wahrscheinlich sowieso beschäftigt. Wir werden ein anderes Mal weiter über Ramirez sprechen, okay? Klar. Und vergiss dich, mehr Moonfish zu bringen. Moonfish! Die einzig wahre Währung. Ihr geht in ein Café und wollt bezahlen? Bezahlt mit Moonfish. Sagt ihnen, ihr Vogel wird ihnen danken oder so. Habe ich jetzt noch mehr Moonfish oder war das der eine und ich hatte noch die Katze zu triggern damit? Nein, wir haben noch mehr Moonfish. Ja, ich werde danach den Part beenden. Also kein Interesse an das, dem anderen Zeug sie haben, ne? Braucht man nicht weitergucken. Ich meine, es geht um einen Vogel, es geht um Moonfish, es geht um komische Haarwurz, wie er ausspuckt. Oder so ähnlich. Warum kommt da überhaupt ein Haarwurz raus? Der hat doch keine Ahnung, oder? Alkonyx-Idol. Scheint, dass du noch mehr Fisch. Gib dem Vogel noch mehr Fisch. Hauptsache, er bringt das Brot mit zum Kind. Ist ja schon, ne? Obwohl, er kann ja jetzt schweben. Ist das wahrscheinlich erstmal irrelevant.
weißt du was, als Zeichen meiner Dankbarkeit, bitte sehr. Eine Faserrüstung. Aha. Okay, wir haben also noch ein komisches Idol erhalten, eine Abwehraura und eine Faserrüstung. Gucken wir uns nochmal an, ob wir gut sind oder nicht. Und, ja, beim nächsten Mal spielen wir tatsächlich weiter. Ich meine, ich könnte auch sagen, nee, Quatsch. Ich könnte auch sagen, wir gucken uns den ganzen Rest mal erstmal an, aber ich würde sagen, man spielt erstmal weiter. Oh, eine Art von Moos aus dem Darkwood. Wie nett oder so. Außerdem die Abwehraura macht den Träger unverwundbar gegen normale Angriffe und verbessert auch die Verteidigung. Okay. Und ein Idol fürs Schiff? Hat der mir ein Ding fürs Schiff ausgespuckt? Nee, oder? Ich bin mir nicht sicher, was er mir denn dann noch ausgespuckt haben soll. Glücksring, Abwehraura. Ja, ich habe keine Ahnung. Muss ich so gucken. Abwehraura, Radiant Fur, das ist ja das normal. Frostklinge, bla bla, Ying, bla bla, Soira, bla bla, Brennenschwinge, Gewicht. Ein. Holzpuppe. Rennfigur. Also, ich bin mir. Ah, da. Ein Eukonux Idol. Eine der drei verschwundenen heiligen Figuren, nach dem Pinter sucht? What? Okay. Gut, glaube ich. Keine Ahnung. Ach, Geschicklichkeit, wunderbar, schöne Sache. Nun gut, ja. Ich hoffe jedenfalls, ihr habt erstmal Spaß gehabt an diesem Video mal wieder. Das Übliche, ne? Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mir was Nettes, sagt, wie blöd ich bin oder was ich hätte anders machen sollen. Und ja, beim nächsten Mal, wie gesagt, erstmal wieder weiter mit der Story. Denn dieses ganze Aufräumen, das kann bis zum nächsten Mal warten. Bye, bye!